Keine Werbung, keine Produktplatzierung, aber man sieht eh nichts, okay. Ach ja, und wieder ein Jahr älter, ein Jahr verrückter. Ach ja. Immer wenn ich Geburtstag habe, wird man so ein bisschen nachdenklich. Jetzt nicht so im, vielleicht auch ein bisschen im negativen Sinne, aber meistens so im positiven Sinne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Torfina, die was auch immer. Die nordische Magierin, die mystische Magierin, die was auch immer, die Weihnachtstorfina. Genau, meine Kalender, die sind da hinten, die hätte ich mir eigentlich bereitstellen müssen. Das ist sehr gute Vorbereitung. Ich habe mir alles hingestellt. Getränke, alles, auch Tee. Und was ist mit Tee? So. Ich habe mir alles parat gestellt, außer die Kalender natürlich nicht. Ein Moment, it's live. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich da dran komme. Mache ich erstmal eine Sporteinlage, ist ja gar kein Problem. Komm, her hier. So. Boah. Sporteinlage mit Torfina, alles klar. So. Ob ich das jetzt drin lasse oder nicht, werdet ihr sehen oder nicht. Genau, also. Erst einmal Kalender. Ne, hier. Der 19., den hätten wir ja schon die ganze Zeit, den habe ich ja schon die ganze Zeit gesehen. Jetzt finde ich ihn natürlich nicht, das ist natürlich Vorführeffekt. Da. Die 19 ist da. Was verbirgt sich im 19. Türchen? Ist doch die 19, ne? Ja. Ein Osterei. Ne, was ist das? Der Mond. Sailor Moon. Okay. Da war die 19. Jetzt stelle ich mir das mal hier hinten so hin. Gut, das sieht man jetzt nicht, ist aber auch egal. Weil ich habe hier, also da habe ich noch ganz viel anderes Zeug stehen und liegen und hängen. Stehen, liegen, hängen. Ja, da war ich heute Morgen ein bisschen verhindert, ne? Was man halt so machen muss, Arbeit, 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 wie die Peons sagen von World of Warcraft. Arbeit, Arbeit. Naja. Und andere Dinge erledigen. Ach, die 19 ist hier. Ich gucke da die ganze Zeit drauf und realisiere, dass mich hier unten ist die 19. Ein Jahr älter geworden und schon bin ich halt blind. Ja, das geht ja gut. Los hier. Wieder ein weißes Kügelchen. Das hört sich auch mal falsch an. Ein weißes Kügelchen. Ein Hagelkorn. Da ist ein Hagelkorn drin. Guck dir, Freunde, ein Hagelkorn. Genau. Ja, meine lieben Freunde. So. Ihr fragt euch sicher, warum ich manchmal jetzt in dem Video so ein bisschen nostalgisch werde oder so. Ja, wie gesagt. Nochmal zum Verständnis. Torfina hat heute Geburtstag. Genau. 32. Und ich trinke erstmal und dann rede ich weiter. Damit ich nachdenken kann, was ich sagen wollte. Weil ich habe es nämlich eigentlich schon wieder vergessen. Das fängt ja gut. Was ist das, Mann? Genau. Ich wollte mit euch ein paar Bilder gucken. Deswegen sagte ich nostalgisch. So. Ich gucke erstmal hier, was das hier alles ist. Ich zeige euch jetzt auch nur Sachen, wo ich von ausgehe, dass das in Ordnung ist, dass ich die Bilder in die Kamera zeige, weil einige Leute, die leben noch, ne? Und ich gucke erstmal selber so ein bisschen. Ja, das kann ich auf jeden Fall zeigen. Das auch. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal gezeigt. Aber wenn ich... Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Wenn ich Geburtstag habe, erst dann nehme ich wirklich die Bilderalben raus, ne? Nur mal zum Verständnis, ich habe hier eins. Ne, hier habe ich gerade auch Bilder rausgenommen. Dann habe ich hier zwei. Dann habe ich hier drei. Ich habe drei Bilderalben, die ich mit euch jetzt ein bisschen durchgucke. Vielleicht nicht jedes einzelne Foto. Ich wollte jetzt gerade Video sagen.
Aber naja. So, ich setze mich jetzt mal. Gut, man sieht dann da hinten den Schneemann nicht, ne? Kann ich den. Moment. Ich möchte, dass man den sieht. Da geht die Batterie auch langsam leer, ey. Das ist auch so ein Phänomen. So, mein Sitzkissen wieder ein bisschen mehr in die Mitte, Brigitte. So. Oh, komme ich da hin? Sieht man den hier oben? Ich weiß es nicht. Also, ich sehe ihn jetzt gerade aktuell nicht. Und er leuchtet nicht mehr. Huhu. Der hat keine Lust mehr. Batterie ist zu schwach. Ja, die Batterie ist zu schwach. Das passiert, wenn man den Schneemann, ne, hier den Schneemann, anhat und einpennt. Das ist auch gut. Gut, dann lasse ich den einfach hier hinten stehen. Genau. So. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ich habe hier eins, zwei, drei Kerzen, aber alle guten Dinge sind drei. Jetzt fangen wir natürlich langsam mal an. So. Wo jetzt genau und wo jetzt genau und wo die Bilder jetzt gemacht worden sind. Was ist das für ein Satz? Keine Ahnung. Das ist erstmal egal. Zu sehen sind Tofina, Mutti, Oma. Da hat einer einen Witz erzählt. Ja, ihr seht hier, ne, die Kerze spiegelt sich. Sie sehen hier einen Ausflug. Ich sag jetzt mal Ausflug. Ich meine, ich weiß, wo es hingeht, aber ich muss da nicht alles erzählen. Und wir lachen uns da alle an, weil irgendjemand hat einen Witz gemacht. Ich glaube, mein Vater. Den wir nicht verstanden haben, deswegen lachen wir alle, keine Ahnung. Das ist auch so ein glücklicher Moment, so ein glücklich, mehr oder weniger glücklicher Ereignis gewesen. Genau. So, irgendwann hat mein Vater gesagt, so, zu meiner Mutter, jetzt machst du mal Fotos, ne? Immer bin ich, immer mache ich die Fotos, sagt mein Vater, und dann, ich bin nirgendwo drauf auf kein Foto, ne? Und dann, ja. Ne? Da bin ich, das Schwarze hier, das Schwarze. Dieser schwarze Schatten mit roten Handschuhen ist Dorfina. Dann in der Mitte ist die Oma. Und das hier an der Seite ist mein Papa. Genau. Da waren wir irgendwo in Schwerte oder da die Richtung. Öventrop, Schwerte, irgendwie da in der Richtung. Und ja. Genau. Ich denke, das kann man auch zeigen. Ja, bis auf die eine Frau, da halte ich jetzt den Finger drauf, weil ich jetzt nicht weiß, ob die Frau das möchte, dass ich das zeige. So. Ja, also das kleine Mädchen da mit der Gitarre, das bin ich. Nur mal so zum Verstehen. Alter, diese Kerze, ne? So. Jetzt blendet das Handy. Jetzt sieht man da das Handy. Wenn ich so mal sieht man die Kerze. So sieht man das Handy, so sieht man da hinten eine andere Kerze. Ja, das sind Fotos übrigens für die neue Generation. Die hat man früher gemacht. Da war ja so ein schwarzes Döschen, da war der Film dann drin, den hat man dann entwickeln lassen und dann ist sowas rausgekommen. Ne? Also für die Leute, die das nicht wissen. Genau, also das Kind hier mit der Gitarre bin ich, das ist ein Bruder von meinem Vater, ne? Und das ist eine Schwester, wo ich jetzt den Finger drauf halte. Und ja, an der Seite siehst du noch die Oma. Genau, das war damals im Schrebergarten in der Laube. Und das war ja damals alles in Herne, Herne-Börnig, aber da ist mittlerweile nicht mehr viel von übrig, weil ich glaube, der Garten wurde auch verkauft, weil meine Oma schon ziemlich alt ist und das nicht mehr schafft. Und ja, stellt euch darauf ein, dass das Video ein bisschen länger wird. Genau, nochmal ein glücklicher Moment. Da waren wir, ja, bei Oma in Herne. Steht ja auch ein Datum drauf? Das ist jetzt die Frage. Nee, hier stehen eine komische Zahl drauf, aber kein Datum. Naja, wie dem auch sei, das ist mein Papa und eine Oma. Ne? Papa und Oma. Und wenn ihr jetzt hier unten seht, da unten habe ich schon Shiggy und Glumanda. Damals hatte ich auch in meiner Kindheit in den 90ern und Anfang 2000er, hatte ich auch schon Pokémon-Plüschis. Ne? Das sind meine alten Plüschis, die sind aber irgendwann mit Umziehen und hier und da irgendwie abhanden gekommen. Genau, das Papa und Oma. Ich glaube, das war auch zu Weihnachten, waren wir da. Ja. Genau. Ich glaube, ich habe euch auch schon ein paar Bilder gezeigt, kann das sein, aber ich mache ja nichts. Weil solche Bilder kann man sich immer wieder angucken. Ich finde das einfach cool. Ich meine, es ist auch schön, wenn man auf dem Handy so rumscrollt und sich die Bilder anguckt, aber ich mag sowas einfach irgendwie. Ich bin halt so retro.
veranlagt. Grüße gehen raus an Papas Welt, aka Papa zockt. Und weil Papas Welt hat seinen Kanal umgeändert, ich verlinke die ganzen Sachen nochmal hier unten drunter. Auch Anegito Stardust und ja, das war es eigentlich erstmal. Und an die zwei auf jeden Fall erstmal ganz viele liebe Grüße. Auch für eure Videos zu meinem Geburtstag. Danke, danke. Ich habe nicht damit gerechnet. Da machen die zwei Herren da einfach Videos für die Toffina. Ich bin erstmal so halb überfahren worden. Positiv gesehen. So, hä? Ich gucke mal hin und so, hä? Wie? Was ist das denn jetzt hier? Ich drücke drauf und gucke mir das an. Ich so, hä? Was ist das denn? Ist das geil? Genau. Ja. So, jetzt ist ja die Frage. Wer von den beiden hier, dieser hier oder dieser hier? Wer von den beiden ist jetzt Torfina? Ich verarsche mich gern selber. Also das in dem Pinken hier, das bin ich. Da war ich. Das muss ich ja mal überlegen. Sechs? Sieben? Da war Torfina sechs oder sieben. Steht hinten drauf. Und wenn da hier steht wieder ein Datum drauf. November. 12. November 1995, da war ich sechs. Da war ich noch sechs. Alter. 12. November, hier hinten steht es drauf, ich kann es euch zeigen, da. 12. November 1995. Alter, ist das ein altes Bild, ey. Da war die Torfina sechs und jetzt bin ich schon 32. Ist richtig, ne? Manchmal wie ein Zahlendreher drin, da sage ich 23. Genau. Hier ist wieder der Oma, der Patenonkel und der Toffinchen, Ziegen am Füttern. Genau, ich glaube, aber die Sachen habe ich schon alle mal ein bisschen gezeigt. Ja, hier guckt meine Mutter, hier sind wir wieder in Öventrop. Die sind nicht sortiert, die Bilder. Es tut mir leid, Freunde. Na, hier sind wir wieder. Das will er jetzt nicht scharf machen, aber macht ja nichts. Hier sind wir wieder irgendwie in Öventrop, ne, ist das ein Bild? Und meine Mutter, also hier, meine Mutter, die guckt immer nach oben. Die hat immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn hinter ihr ein großes Gebäude ist, eine Brücke oder irgendwas. Dann guckt die immer so nach oben. Jo. Ne, das ist immer lustig. Ne, meine Mutter guckt dann immer weg und dann wird das Foto gemacht. Genau. Ich bin einfach ein Schatten, mich sieht man fast gar nicht. Und auch schon damals war ich sehr naturverbunden. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe da einen Stab in der Hand. Also einen Holzstock. Genau. Hier bin ich ganz alleine. Hier tue ich so, als wenn ich einen Berg rauflaufe. Also der Weg, der ist nicht gerade, der ist wirklich so. Der hat so eine Steigung. Nur auf dem Bild sieht man das vielleicht nicht so richtig. Genau. Wie man sieht, ich hatte auch damals schon eine Kurzhaarfrisur und ich war damals ein bisschen speckiger im Gesicht praktisch, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau. Jetzt kriege ich hier wieder 10.000 Sachen rein, aber gut. Die Mütze wird langsam etwas warm. Es ist zwar nur Filz, aber mir brennt die Birne. Ah, das ist ja mein Lieblingsfoto von meinem Vater. Ich glaube, das habe ich euch auch schon erzählt oder gezeigt. Genau. Ja, hier Schimanski, ne? Also, hier haben wir Schimanski, der mit dem Bus fährt, mit dem Zug. Faust auf Faust. Nee, das ist mein Papa. Der hatte manchmal das so, manchmal hat er nur hier so ein Bart gehabt. Oder dann nur so ein Schnäuzer oder Vollbart, ne? Oder halt wirklich so wie so ein Hufeisen. Der hat das immer verschieden gemacht. Oder halt total glatt rasiert. Hier hatte der halt die Phase mit Schimanski irgendwie, mit dem Schnurrbart. Er sieht aus wie Schimanski. Ich mag das Bild irgendwie. Genau, hier war auch irgendwie was mit Segelfliegern. Ich glaube, das habe ich auch schon gezeigt. Ist auch mein Papa. Der hatte ja keine Höhenangst. Ob ich mich in so ein Ding reinsetzen würde, weiß ich gar nicht. Hier waren wir alle fertig. Hier sind wir endlich nicht zu Hause, aber irgendwo in der Wirtschaft oder so. Oben drüber waren dann Hotelzimmer oder wie man das nennt. Und da waren wir fertig mit der Welt. An mich sieht man das sehr gut, weil ich habe einen roten Kopf.
Und ja, das ist so ein Suchbild. Na, also mein Papa, der steht da. Ne? Das da ist kein Zweig oder ein Ast, ne? Das ist mein Vater, der da steht. Genau. Und der hat auch meinen Stab genommen. Das hört sich so falsch an. Und so getan, als wäre er so Wandersmann. Es tut mir leid, wenn er manchmal nicht so fokussiert. Ne, der möchte halt nicht so wirklich fokussieren, macht aber nichts. Genau, dann tun wir die mal eben weg. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so viel Wind mache. Jetzt macht doch hier nicht so einen Wind. So. Ne, aber zum Geburtstag gucke ich mir gerne Bilder an und so. Und ja. Genau. Jetzt kommen noch ältere Fotos zwischendurch mal. So, 1990, 91. Mama und Papa sind noch jung. Ich bin der Wurm im Kindergarten. Im Kindergarten. Ich bin der Wurm im Kindergarten. Nein, im Kinderwagen. Das ist damals in Strahlen, dass mein Papa und meine Mama. Meine Mama sieht ein bisschen aus wie Dieter Bohlen wegen ihrer Trainingsanzug. Es tut mir leid, das ist die bös gemeint. Ich finde das irgendwie cool. Und ja, das Ding da vorne, da liege ich drin. Also hier, ne, in dem komischen Kinderwagen. Die gucken alle beide auf den Kinderwagen, wenn sie sagen, Mann, was haben wir getan? Sorry. So gucken die so. Was haben wir gemacht? Scheiße. Immer mit Humor sehen. Ich meine, hat ja nicht böse. Genau. Meine Mutter, sie hat echt irgendwie einen Trainingsanzug an von Dieter Bohlen. Muss jetzt nur noch so machen. Genau. 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 Dann blätter ich mal ein bisschen rum. Das ist ja gar nicht so dumm. Ich glaube, die Bilder hatte ich schon gezeigt. Ich gucke mal, ob ich mal Bilder zeigen kann, die ich vielleicht noch nicht gezeigt habe. Ja, meine Meerschweinchen. Da fällt die Hälfte raus, ist auch gut. Hier meine Meerschweinchen, glaube ich. Ne? Also, das ist Max und das ist Max. Das war. Sag mal, jetzt fällt hier die Sau noch raus. Fast in die Kerze, ey. Hier ist die Sau, die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ne? Ich habe Schwein. Jetzt zuckt das Auge, dann ist was anderes so. Ja, also oben die zwei Meerschweinchen hier. Das war ja ein Weibchen, ne? Aber damals habe ich noch nicht verstanden, was Männchen und Weibchen ist, wo da der Unterschied liegt. Ne? Deswegen habe ich das weibliche Meerschweinchen einfach Max genannt. Und mein Papa irgendwann und meine Mutter auch so, du musst dem einen Mädchennamen geben, weil das ist ein Mädchen. Ich habe das nicht kapiert und habe gesagt, ja, dann nehmen wir halt Maxi. Einfach ein E hinten dran. Schon hört sich das weiblich an, fertig. Genau. Und das hier, das Meerschweinchen hier, das ist der Fritz. Das war mein zweites Meerschweinchen. Genau. Genau. Wohin? Genau. Genau. Wohin? Genau. Ja, dann haben wir das schon mal fertig. Ich lege die Sachen, wo ich jetzt hier schon gezeigt habe, die tue ich mal auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich zeige euch nicht alle, sonst sitzen wir hier noch 10 Jahre. ich meine, ich hätte mir auch vorher mal durchgucken können. Ne? Und ja, das ist alles von Katharina, also von dem Sturm Katharina, wo alles zerstört worden ist. Das könnte ich in der Regel zeigen. Das hat mal in einem Buch drin geklebt, deswegen ist das von hinten so ein bisschen zerfetzt. Das ist 7.97. Da bin ich. Sieben. Weil ich werde ja Ende des Jahres immer. Ihr wisst schon. Das ist in Strahlen. Ich glaube, ich habe das auch schon gezeigt. Das sind Strahlen auf der Kirmes. Da war Spät- oder Frühkirmes.
Am Anfang hatte ich Angst, auf dieses Ding zu gehen. Du hast ja vorne diesen Joystick, den du da an dich ranziehen kannst. Und dann fängt das an, sich so nach oben zu bewegen, das Ding. Diese UFOs oder was das sind. Irgendwann habe ich Spaß dran gefunden, habe ich gesagt, Papa normal, Papa normal, Papa normal. Mein Vater über, du musst mal aussteigen, die anderen Kinder wollen auch mal. Du besitzt dir ewig hier ein und das Ding hier, das, ne? Naja, war schon echt cool. Und das Schöne, wo ich gerade dieses Bild hier zeige von Strahlen, nächstes Jahr kommt eine Art Vlog oder ja, Torfine on Tour Video, kündige ich jetzt schon mal an. Da bin ich mit meiner Freundin aus Kindertage, mit der Sandra. Grüße gehen auch an dich raus, auch wenn du mit YouTube nicht viel machst oder selber keine Videos machst. Da werde ich dann von Strahlen, wie es heute aktuell aussieht, ein paar Videos, Fotos machen und davon werde ich dann ein Video machen. Genau. Weil von Erzählungen weiß ich von meiner besten Freundin aus Kindertagen, dass Strahlen, ne, also hier Strahlen, sich sehr verändert hat. Viele Läden sind weg oder ist was anderes drin oder. Ich bin echt gespannt. Nicht, dass ich nachher dahin fahre mit ihr. Und dann frage ich so, wo sind wir hier? Ja, in Strahlen. Nein, doch. Das kann passieren, ne? Dann sind wir da und dann, wo sind wir hier? In Strahlen. Nein, doch. Hat sich da verändert. Ach du Heilige. Ach du heilige Makrele. So, hier sind wir auch in Herne gewesen. Da war auch so ein Freizeitpark, nenne ich das jetzt mal. So eine Art Park, wo auch so ein Minigolf-Dingen ist. Meine Mutter locht ein. That's what she said. Also eigentlich ist das mein Schläger, den Mama da hat, und mein Ball. Ich hoffe, das sieht man, das spiegelt alles so. Und es gibt auch eigentlich ein Bild, was mich dann von der anderen Seite zeigt, weil meine Mutter. Es gab ja auch diese Bahn, die so wellenförmig geht. Von dieser Bahn, also von dieser Minigolfbahn, gab es auch ein Bild, wo ich zuerst sagte, Mama, das kannst du nicht. Und die so, klock. Ne, man sah richtig so, wie der Ball, also die Linie, also die Welle da, und auf einmal ins Loch reingeht. Und ich so, davon gab es eigentlich auch mal ein Foto, aber das habe ich irgendwie nicht mehr. Genau und ja. Genau. Genau. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen jünger, sage ich jetzt mal, jünger das Foto, weil das muss 2000. Wenn meine Freundin das Video guckt, kann es mich ja berichtigen. Ne? Ich nenne erstmal deinen Namen nicht, weil ich weiß nicht, ob sie das möchte. War die Klassenfahrt nach Berlin 2002 oder 2003? Weil 2004 war ich ja schon hier, also wo meine Mama wohnt. Ne? Also ich war auch in Berlin. Die Leute, die da laufen, sind unsere Klassenkameraden und Kameradinnen. Der verrückte Haufen. Und. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich die Story erzähle. Ich nenne ja keine Namen. Ich finde meine Freundin echt super lustig und geil, weil wir sind. Das ist ja von hinten, ne? Das Brandenburger Tor sieht man ja, das ist ja von hinten. Dann sind wir da so durch. Und dann saßen da so Tanker. Ich muss diese Story einfach erzählen. Ich fand das einfach so lustig. Ich finde das einfach so lustig. Dann waren da so die Punker, meine Freundin, ne, mit so einer Colaflasche. Es ist jetzt keine Colaflasche, mit so einer Colaflasche läuft, die laufen da so rum, so nebeneinander. Auch schön Sonnenschein und hast nicht gesehen. Ne, und ich unterhalte mich mit denen. Die macht die Flasche auf, trinkt, guckt dann so einmal so durch die Gegend. Ey, schau mal, da sind Punker. Ne, so mit so einem Hahnenkamm. Ne, so einer hatte, glaube ich, einen gelben und der andere einen grünen oder irgendwie so ein, oder blond und schwarz. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein. So richtiger Punker, wie man das kennt, auch mit so einer Kutte an, mit so Stickern drauf oder Patches oder wie man das nennt. Ne? Und die saßen dann so auf der Bank, ne? Der eine saß oben auf dieser Lehne, ne? So, und der andere saß dann auch ein bisschen unkonventionell da drauf, sage ich mal. Die trinkt, guckt, ey, guck mal, das sind die Punker. Ey, ihr Punker, was geht? Das war, kurz war das peinlich, aber danach fanden die es irgendwie geil. Die Punker haben zu uns geguckt.
Ja, einer von denen hatte dann seinen Kumpel angestoßen. Hier, geh mal da, was ist das denn? Das war so geil. Also, wenn man mit meiner Freundin unterwegs ist, hat man immer Spaß, auf jeden Fall. Genau. Ja, so ist das. Jo, jo, jo. Wie gesagt, ich zeige nicht alles, weil ich weiß nicht, ob die Leute das möchten, dass ich die Sachen zeige. Das hatten wir ja auch schon. So, letztes Album haben wir hier. Ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die Leute das möchten, ne? Ob ich das hier einfach so in die Kamera reinzeige. Ich habe hier sehr viele schöne Fotos, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Genau. Ja, wohin genau? Wo ist denn jetzt hier die Öffnung? Das war auch 97, genau. Das kennt auch jeder, ne? Da war irgendwie so ein Festival, auch irgendwo in Bochum oder was das war. Und ja, normalerweise haben diese Büffel oder was das sind, ja vorne eigentlich einen Kopf, der hat hin und vorne keinen Kopf. Ich bin jetzt falsch rum aufgestiegen. Da meinte der Typ so mit seinem Mikrofon, steig nochmal ab und steig nochmal andersrum auf. Ich habe zuerst gar nicht kapiert, was der meinte. Aber gut, dann ist meine Oma gekommen und hat mich andersrum draufgesetzt. Und ja, ich muss das hier so ein bisschen kippen, sonst sieht man das gar nicht. Genau. Das ist Toffinchen auf dem Bullen. Ich hab nicht lange drauf gesessen. Sag ich dir mal von vornherein. Das Komische war, auf diesem Bullen, ich habe ja diese Schminke da im Gesicht, das Schwarze, ich hatte so eine Batman-Maske irgendwie so ins Gesicht gemalt bekommen. Auf diesem Bullen durfte ich mit Schminke. Aber dahinter in die Hüpfburg musste ich das abmachen extra. Weil die sagten, ja, sonst, wenn du nachher hinfällst oder so, dann geht das nachher, machst du ja alles schmutzig oder so. Und was ist, wenn ich vom Bullen falle? Dann falle ich auch auf dieses Schaumzeug, also auf diesen Luftkissen hier. Macht wenig Sinn, aber okay. Ich habe auch ein Foto, wo ich mich gerade wieder aufrapple. Da ist der Torfhähnchen nämlich gerade dann hingeflogen. Da rappel ich mich gerade wieder auf. Da ist der Torfhähnchen, da kommt direkt der nächste da am Rand, hier am Rand, und setze ich direkt da drauf. Ne, das ist, ja. Das war sehr lustig. Ich kann mich auf jeden Fall aber erinnern, als ich dann halt in die Hüpfburg wollte, die dahinter war, die man ja gesehen hat. Da habe ich geweint, weil die Oma dann gesagt hat, wenn du unbedingt da drauf willst, wie gesagt, der Mann hat gesagt, da musst du deine Schminke wieder abmachen. Das wollte ich aber nicht. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht kapiert. Ja, und dann sind wir halt irgendwie in so eine Toilette gegangen und dann hat meine Oma mir das wieder abgemacht. Da war ich ein bisschen am Flennen, muss ich ehrlich sagen, weil hier ist ein Foto, da kam Torfine kaum drauf auf das Ding. That's what she said. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Guck mal hier, wie die Torfine sich da hoch püngelt. Ich komme doch nicht hoch, ey. Was ist das denn, ey? Guck mal, eine Leiter. Toffi, da kommt doch nicht hoch, ey. Weißt du, wenn die Erwachsenen stehen alle rundherum und gucken. Ja. Jetzt helft dem Mädchen doch mal einer. Das gibt's ja nicht. Ne, die Tante, die tue ich mal abdecken. Hier ist das Toffinchen, die habe ich so Spider-Man-Batman-Maske gehabt. Die musste ich dann wieder abmachen. Genau. Und ja. Ne, ich halte extra das Gesicht verdeckt, weil wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob die Dame das möchte, dass ich hier das Gesicht zeige von ihr. Ja, und dann habe ich hier ganz viel noch Platz für ganz viele andere Sachen, die das Leben schöner machen. Sowas kennt man heutzutage ja auch nicht mehr. Ne? Hier sind alle Fotos drauf. Die ich in Berlin so gemacht habe. Und ja, das ist sehr lustig. Genau. So. Das zeige ich euch aber noch, weil ich wurde schon sehr oft, jetzt kann ich das Ding, also das Album hier mal an die Seite legen. Ich wurde ja schon sehr oft gefragt, weil ich mache ja meine magischen, spirituellen, esoterischen Videos, wie man es auch nennen möchte. Und viele haben mich dann auch schon privat angeschrieben und gesagt,
Wie passt das zusammen, Christentum und Heidentum? Du kannst dich vom Heidentum plötzlich ins Christentum und andersrum und zurück und vor. Das mache ich ja auch gar nicht. Ne? Ich bin evangelisch, christlich, getauft. Ich sage immer gerne getauft, geimpft und konfirmiert. Und der Beweis, der Beweis ist hier. Finden Sie Torfina? Oder möchten Sie doch Tor 3 oder lieber den blauen Umschlag? Also ich stehe hier. Ne, der Engel hier, ein Engel für Charlie hier. Das Engelchen hier mit den langen Haaren, ja. Verzeihung. Ich hatte damals schulterlange Haare. Ich wollte die immer bis zu den Hüften haben, also oder bis zum Steißbein, aber die werden so lang nicht. Die werden bei mir immer mindestens bis hier, ne, so wie die Zöpfe halt sind, so lang werden die Haare, dann reicht's. Dann ist vorbei, dann ist empty, dann geht's nicht mehr weiter. Ne? Genau. Das ist ein Konfirmationsbild. Genau. Und wann war das? November? 22. November? Ist das 22. November? Ich weiß es gar nicht. Nee, November kann es ja gar nicht sein. Da wäre es ja viel zu kalt. Gut, ist wahrscheinlich eine andere Nummer. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es war interessant. Es kann natürlich gut möglich sein, dass ich die Bilder schon mal gezeigt habe. Aber naja, da mal heute mein Geburtstag ist, wollte ich so ein bisschen ein paar Sachen Revue passieren lassen. Und ja, ich habe sogar eine schöne Halskette. Da musst du jetzt durch, liebe Freundin, aus Kindertagen. Ich habe hier eine schöne Kette. Ich weiß nicht, ob man sieht. So. Das ist der Odin. Ich habe Odin jetzt als Halskette. Der sieht hier ein bisschen grimmig aus. Ich weiß, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Odin, wie er dargestellt wird. Manchmal wird er auch mit einer Augenklappe dargestellt oder dann ist das andere Auge abgedeckt. Das variiert ja immer. Und ich finde das aber ganz gut, wenn er so ein bisschen grimmig guckt, dann kriegen vielleicht andere Leute ein bisschen Angst. Das ist wahrscheinlich auch die Intention an diesem Ding, wenn er sagt, lass Mustafina in Ruhe, ich bin Odin, ich beschütze sie. So nach dem Motto. Genau. Und, das hat meine Freundin auch, ein kleines Armband mit dem Unendlichkeitszeichen, dass wir uns nicht mal aus den Augen verlieren. Ne? Genau. Ja, dann mache ich das Video jetzt fertig, lade das hoch und hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Wie gesagt, den neuen Kanal von Papas Welt, aka Papa zockt und eine Retro Stardust, die tue ich unten drunter verlinken. Und dann sage ich mal, ich bin hier rum am Rülpsen, ne? Aber ich versuche das leise zu machen. Das ist hier besagtes Energy-Getränk, Kaltgetränk. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ist nicht mehr lange. Dann haben wir Weihnachten. Eure Tofina. Und nochmal vielen lieben Dank an eure Videos, Jungs. Ne? Ey, Jungs, super. Ey, Jungs, was los, Jungs? Okay. Dann sage ich mal. Ja, bis morgen zum nächsten Video.